Und damit wieder ein herzliches Hallo hier aus Fountain of Youth. Wir sind immer noch bei der Santa Maria. Ich habe mal alles, was an scheinbar wichtigen Sachen war, eingesammelt. Und lasst uns mal der Quest folgen, finde die Kupferinsel. Wir haben ja J, das Journal. Haben wir gelesen. Obsidian, Überlebensaufgaben, antike Karte, Insel der Hoffnung. Klettere auf die Bäume. Das sind aktive Quests. Okay, dann. Vielleicht sehen wir ja hier noch irgendwas. Mich würde ja reizen, auf dem Felsen hier rumzuturnen. Aber das bedeutet für mich ja bestimmt nur wieder, dass ich irgendwie. Wir können ja mal gucken. Auf der großen Karte sind wir ja hier. Das ist der große Felsen. Lassen wir uns hier rumfahren und dann gucken wir mal, welche die Kupferinsel ist. Wir werden die schon finden. Das sollte ja erkennbar sein, weil Kupfer ist ja bekanntlich rotbraun. Oder die Insel ist einfach nur grün und dort gibt es Kupfer. Alles ist möglich. Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Ja, ein bisschen beunruhigt bin ich nun schon, wenn hier irgendwelche Mörder und Banditen rumrennen. Nicht, dass sie uns irgendwann auf dem Kieker haben. Guck mal, da drüben ist doch eine Insel. Die sieht so schön rotbraun aus. Könnte doch eine Kupferinsel sein, oder? Allerdings ist die auch rotbraun. Könnte auch eine Kupferinsel sein. Ich entscheide mich für diese. Und in der Mitte, wer weiß, was das für eine Insel ist. Bestimmt nicht die Kupferinsel. Ich weiß, wir waren in der ersten Staffel schon mal hier, aber ich habe mir nicht gemerkt, welche von den Inseln welche ist. Dafür ist es schon zu lange her. Eine wird schon die richtige sein. So viele gibt es ja hier nicht. So, unser Floß ist noch gesund und frisch. Das hat schon mal einen guten Vorteil, weil da ist auch noch eine kleine Insel. Eine einzelne. Wollen wir die gleich mal erstmal mitnehmen, bevor ich die wieder vergesse? Da loskommen. Jetzt bist du denn immer hier. Oder habt ihr gerade was anderes vor? Als ich nicht. Es geht so langsam auf die Nacht zu, da unten, ja. Unsere Vitalwerte sind gut, die Ernährung passt. Wir sind ausgeruht. Also alles perfekt eigentlich. Und so eine nächtliche Fahrt über den Ozean ist doch was Feines. Die Wege sind doch irgendwie weiter, als ich mir gedacht habe. Sah jetzt irgendwie ein bisschen näher aus. Ort freigeschaltet, okay. Partieren mitten auf dem Meer. Wir können es mal probieren. Ja, wir machen mal eine Karte. Zack. Seht ihr, wie es das gelohnt hat. Wir haben einen Haufen nichts gezeichnet, bevor ich es vergesse. Ja, die Kiste. Lass uns mal noch ein paar einstecken. Schade, ich hätte gedacht, wir haben ein richtiges Seil gefunden. Ja. Dann hätte man nämlich. Auf der Insel gibt es bestimmt auch so Kartografiebäume. Wenn ich mich recht erinnere, gab es irgendwie so einen Ständer, den man bauen konnte. Sogar fast transportabel. Dass man von überall kartieren konnte. Mal schauen, finden wir bestimmt wieder raus. Ja. Und da komme ich meistens trocken. Aber drauf steckt da mal die Fackel weg. Und den Speer kannst du auch wegstecken. Null? Aha, mit null. Guck mal, noch ein Steinchen für meine Sammlung. Steckchen, na, Steckchen kann ich schon mal mitnehmen. Kann man sich vielleicht unterwegs ein Lagerfeuer machen. Nochmal ein großer Ast.
Blatt. Noch mehr Blätter. Ja. Hallo. Sind hier böse Verbrecher? Nehmen wir schon mal mit. Das. Brennnessel. Nur ein Durchgang. Na super. Ich dachte jetzt, wir haben ins Sonder was gefunden. Ne, auch das ist eine Bootskiste. Aha. Und ein Steckchen. Ich bin ein guter Hund. Ich sammle alle Steckchen auf. Ja. Na toll. Wegen sowas renne ich hier extra rum. Das ist ein Haufen Schrott. Steckchen, das ist schon mal gut. Ja. Schade. Ich dachte, wir finden was richtig Tolles hier, aber irgendwie. Landstreifen. Einfach nur Landstreifen. Drück mal da hoch. Öpf. Vielleicht kommen wir noch höher, können wir wenigstens hier die Insel auf der Karte markieren. Zack. Und zack. Ja. Na dann. Kartieren. Ja, hier scheint nichts weiter zu sein, außer Landstreifen. Ein großer Hauch von nichts. Viel nichts. Naja, wir haben ein paar Steckchen gefunden. So gesehen. Hat sich ja fast gelohnt. Aber hier. Ah, guck mal. Mal mit. So. Also als nächstes wieder ein kleines Steinchen, damit wir wieder ins Messer machen können. Oh. Eine bedrohliche Stimmung. Jetzt deine Fackel nehmen. Ja. Schade, schade. Aber hätte ja sein können. Komm, das nehmen wir mit. Vielleicht können wir es ja ins Anu, wollte ich schon wieder sagen. Ich merke mir den Namen Floß immer ewig nicht. Das ist ganz schrecklich. Ja. Vielleicht finden wir ja noch ein kleines Steinchen oder so. Noch ein Steinchen. Ja, ich weiß, ein bisschen schwer für dich. Ja. Und diesmal hat es funktioniert. So, wir packen mal was hier rein. Das kann rein und das. Die Steckchen. Was haben wir sonst noch was? Noch eine Fackel. So. Ein Ei, bevor es schlecht wird. Lecker Schmecker. Das Messer können wir sozusagen über Bord werfen. Hatten wir noch ein kleines Steinchen? Eins noch. Oh, die Sachen. Eieieiei. Dann haben wir ja gar keinen Schutz mehr. Vielleicht sehen wir ja unterwegs Level 3 Athletik. Seht ihr? Ein sinnfreies Hinhergespringe hat doch irgendwo eine Bewandtnis. Zumindest irgendeinen Sinn. So. Speer auf der 1. Da das nicht unser Heim- und Hofschildkröte ist, werde ich die hier jagen. Und dann noch ein Steinchen. Steckchen. Tja. Mal schauen, wie viele Steckchen wir am Ende des Tages eingesammelt haben.
Oh, unsere Sachen. Oh, unsere Sachen. Rucksack kaputt. Sachen kaputt. Was kosten die fürs Reparieren? Breites Blatt. Ich krieg wenigstens 2 Blätter. Komm. Da. Die wenigstens reparieren. Zack. Die. Auch reparieren. Und für die anderen werden wir die breiten Blätter brauchen. Ja. 4 Stück brauchen wir. Gut, dann können wir das hier rauswerfen. Zack. Ich wollte aber die Schildkröte haben. Wenn wir den Schildkrötenpanzer, können wir uns ja dann unseren Köcher machen. Unseren Köcher, unseren. Ja, so ein Ding zum Malen. Halt. Mörser, genau. Oh, da drüben brennt Licht. Weg ist die Schildkröte. Weg ist sie. Tja, gut, dann war's das. Wer weiß, wo die sich versteckt. Dann machen wir mal die Taschen leer. Dann noch können wir ein bisschen was einlagern. Viel ist es nämlich nicht mehr. Wird natürlich schwierig, wenn wir von hier aus dann die Insel erkunden wollen. Alternativ könnte man ja sagen, wir fahren nach Hause, machen unsere Bestände leer und fahren am Morgen, wenn es einen Morgen gibt, dann einfach nach Hause, also wieder hierher. Halte ich jetzt für ein sehr sinnvolles Unterfangen. Ah, guckt. Wie lange? 12 Stunden. Naja, passiert. Wir sind wieder zu Hause. Wir sind wieder zu Hause. Dann mache ich mal die Taschen leer. Gucken, ob wir das Zeug so sinnvoll ein bisschen hinwerfen können. So, Stöckchen auf dem großen Haufen. Rest in unseren Sachen brauchen wir. Ja, ich mache mal ein bisschen leer. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Und dann geht's ab auf die Kupferinsel. So, seht ihr, wir sind da. Ich habe uns sogar schon mal einen Landesteg gebaut.
Ich habe aber mit keiner Silbe dran gedacht, dass ja irgendwie auch Sonne uns schaden kann. Und mal schauen, wenn ich ins Wasser gehe, ob das Abkühlung bringt. Scheint zumindest, wir können mal auf Status gucken. Hitze. Im Schatten bleiben, im Meer tauchen, ausrüsten. Dann lasst uns mal ein bisschen am Wasser rumtauchen. Ich kann ja nicht jetzt eine Stunde hier hin und her schwimmen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen, bis das Wetter soweit ist. Und unsere Energie ist auch irgendwie ein bisschen im Eimer. Vielleicht können wir ja mal schauen. Blättlein, was habe ich noch an Blättern einstecken? Ja, da. Baue ich mir doch glatt hier im Schatten ein Bett. In der Sonne schlafen macht wenig Sinn. Jetzt sind wir sowieso nass. Jetzt können wir sowieso nicht richtig schlafen. Zumindest gesundheitstechnisch nicht. Aber wir haben wenigstens in unserer Energie wieder auf voll. So. Zack. So. Natürlich, Erholung ist eingeschränkt, das ist klar. Wichtig ist, dass hier unten diese Werte gut sind. Schlafen. Sonnenstich, Sie haben einen negativen Status erhalten. Nein. Aber in Sonnenstich, wir sind doch im Schatten. Och man. Naja, zumindest haben wir wieder die Möglichkeit, unsere Fackel anzumachen. Wobei die auch gleich durch ist. So. Und da wir die ja gebraucht haben zum Reparieren, packe ich die schon mal ein. Dann lasst uns mal gucken. Ist ja schon Morgengrauen, also ist ja jetzt nicht mehr so viel Zeit, bis die Sonne aufgeht. Oh. Hallo Herr Frau von und zu Büffel. Oh, was blinkt denn da oben? Ey, da habe ich eine ganze Menge zum Rumturmen. So. Hallo? Ist hier jemand auf der Insel? Ich bin nur ein Besucher. Man hat mich hergeschickt. Oh, guckt, eine Tafel. Mach schon drei davon. Was bist du? Kupfererz. Neue Baupläne? Ja. Schauen wir uns dann irgendwann mal später an, wenn wir wieder zu Hause sind. Noch ein Seil. Angelplatz. Da nützt uns nichts, weil wir jetzt gerade nicht angeln wollen. Muschel brauchen wir nicht, was bist du? Zeichnung der Puma-Region. Die Tinte ist verschwommen. Ich kann nur ein paar Worte entziffern. Insel, Vulkan, windig. Ich und Ricardo, Doktor. Okay. Naja. Jetzt sind wir erstmal hier auf der Insel. Wir haben ja noch nicht mal die Kupferinsel gefunden. Steinchen. Ich kann nichts entdecken. Bambus, ja, finden wir ja bei uns auf der Insel genug, würde ich sagen. Wir vermuten. Hier nix und da nix. Hier hätten wir unser Bett reinbauen können. Schiffskiste. Hibiskussamen. Das wäre was Gutes gegen Schnupfen. Aber wir haben ja noch nicht mal ein Beet. Mal schauen, wann wir die freigeschalten kriegen. Hallo, ist das Steinchen. Nimm's mal mit. Ich weiß, du gierst danach. Wasser. Ich wusste doch, dass wir
dass es gut ist, wenn wir das Wasser mitnehmen. Mal hier ein paar Datteln. Oh ja. Was Leckeres zu essen. Und jetzt ist es nicht mehr so dunkel. Ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört, die Tegus. Mal schlecht, wenn man sie nur fauchen hört. Aber selber nicht sieht. Zeigt euch, ihr Lumpen. Ich glaube, auf dem Felsen oben verstecken war jetzt auch nicht so die beste Lösung. Wenn ich dran denke, wie cool die Kojoten gesprungen sind oder was das für welche waren. Ich sehe keinen. Ah. Hätte schlimmer laufen können. Mal Knochen, hier können wir uns da. Teo-Haut und Fleisch. Nehmen wir mit. Neuer Bauplan. Das war jetzt aber. Hätte auch schief gehen können. Der Toba. Ach, hier gibt's die dicken Äste. Oh Mann. Am besten die ganze Insel mit einmal entdecken. Bestimmt ein paar Tage unterwegs. Ich schaue erstmal, was hier so von dem Stadtgebiet ist. Komm mal. Blätter nehmen wir mit. Bei uns auf der Insel braucht es wieder eine Weile, ehe die nachgespawnt sind. Ich schnief noch, weil wir überladen sind, wenn. Ja, ja, ich weiß, meiner. Mach einfach mal hier und dann bist du gleich leichter. Siehst du? Mhm. Müssen weitergehen, macht ja erstmal keinen Sinn. Solange unsere Taschen so voll sind. Zumindest sind wir den Tee schon mal los. Ja, und die Büffel, ich glaube, die lassen wir lieber in Ruhe. Man muss ja nicht unbedingt drauf gehen, oder? Wir machen mal die Taschen leer. Wir sollen ja die Kupferinsel finden. Sprich, wir sind ja hier rein theoretisch falsch. Das heißt rein theoretisch, wir sind ja nicht nur rein theoretisch falsch, wir sind ja hier falsch, zumindest nicht richtig. Klingt wirr, aber ist so. Den Sonnenstich, mal schauen, wie wir den wieder loskriegen. So. Passt hier noch was rein? Das kann hier rein und das. Das, das und das und das. Und das Fleisch kann auch mal hier rein. Wir brauchen jetzt nichts. Kupfererz kann rein. So. Und wir rennen mal da einfach mal querfeld ein. Dann wird das jetzt halt heute nur die rote Insel. Und wir können ja dann morgen auf eine andere Insel übersetzen. Wenn wir schon mal hier sind. Schon wieder Sinn. Theo gehört. Seht ihr sie? Wenn die Sonne mal so ein bisschen weggehen würde.
Ujo. Dann gehen wir hier hoch. Wenn wir immer hier sind. Massiver Stein. Schlangen. Ja, komm ruhig. Ich lass mich von dir nicht piesacken. Aha. Zack. Noch in der Luft verwertet. Und die Schlange gab es trotzdem noch irgendwo. Da ist er. Nicht mit mir. Da ein bisschen Lehm. Das ist noch nicht so der passende Ort, um irgendwo mal unseren Stift rauszuholen oder unsere Kohle und was zu zeichnen. Sehe ich so. Wir haben nicht mal genug Kohle einstecken. Aber jetzt haben wir ungefähr in der Richtung, wie was aussieht. Langer Stock, breites Blatt. Kohlevorkommen. Schlangentrank. Lianbüffel. Aloe. Großer Ast. Okay. Hat sich zumindest schon mal irgendwie gelohnt. Dumme ist. Wenn ich das jetzt wieder einpacke, bin ich wieder voll. Wenn ich oben bin, habe ich dann keinen Platz mehr, um was einzupacken. Lalalala. Pack's mal weg. Wenn ich hier runterkrache, wenn ich hier runter krache, dann tut es weh. Gibt es auch noch den Schlangentrank und noch so ein Teju? Ja, und ich sehe nicht, ich habe den Trank gesichtet. Da ist noch mal eine Schlange. Das ist da oben. Dann. Nicht mit mir, meine Freundin. Ja, komm, ich nehme es mit. Ah, das Messer. Naja, das ist eh hinüber. So. Kohle. Wir haben keine Spitzhacke. Also, füllen meinen internen Merkzettel. Spitzhacke mitnehmen. Irgendwo hier habe ich doch das Fläschlein gesehen. Ah, ist es, guckt. Schlangentrank. Was konnte der? Ich stopp vorübergehend Lebensmittel, Wasser, Energie. Für hier die Region gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Zumindest bei den Verhältnissen hier. Wir können mal noch. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Wollte ich mal hier hoch, weil ich Angst habe vor dem Teju. Also weiter hier. Hey, es wird Nacht. Es wird dunkel. Es wird dunkel draußen. Ah, doch nicht ganz. Aber wir haben Mittagssonne. Oh je. Was für ein Entdeckungstor hier. Ich wollte ja nur mal, vor allem wir sind ja auf der falschen Insel. Wir haben hier schon so viel zu entdecken. Aber wenn wir immer hier sind, sind wir hier.
Normalerweise kann ich nichts mehr einstecken. Oh. Zum Glück haben wir noch einen zweiten. Mehr. Hier ist ein Nest. Wo ich doch immer, wo ich mir doch immer den Nackenhaar aufstellen, wenn ich Schlangengeklappere höre. Gerassle ist ja kein Geklappere, ist ja Gerassle. Noch mehr von euch hier? Alle tot. Wasser des Lebens. Was auch immer das für ein Steinkreis hier ist. Eine Tafel dazu oder sowas, wo was draufsteht. Da oben. Und von da oben nicht gekommen. Hier ist ein Dach runtergehüpft. Okay, gucken wir mal hier hoch. Vielleicht noch zum letzten Mal kartografieren oder kartieren. Komme ich nochmal auf kartografieren? Oder wie heißt das richtig? Und da unten sitzt jemand. Kartierung, okay. Ach du Heiliges. Hier ist also ziemlich alles. Starker Ast, Ananas, die Chroniken. Was das noch? Damentütchen. Hehe. Gesehen. Drachenfruchtsamen. Baupläne wurden freigeschaltet. Hinzugefügt starker Ast. Okay. Mal schauen, für was wir den brauchen. Ist noch ein Verband. Also bis jetzt sind wir zumindest gut durchgekommen. Ohne größere Blessuren. Ja. Hier blinkt's. Gesang der großen Vier und der ersten Sturmbrecher. Die großen Vier waren junge und talentierte Söhne ihrer Stämme. Und jeder von ihnen war der Beste in seinem Fach. Tonteng von den Pumas, der beste Krieger und Seemann, schuf den Wellenkleider. Ein Boot mit drei Rümpfen, wie es noch niemand zuvor gesehen hatte. Omovis von den Schlangen, der jede Insel und jedes Kraut kannte, fügte die Tiefenkralle hinzu. Den Anker, der das Boot an jedem Sturm halten konnte. Atawar von den Vögeln, der die Winde und Steine und Sterne kannte, setzte den Windfänger, das stabilste Segel am leichtesten Mast, das keinen Sturm zerreißen kann und das selbst der geringste Wind einfängt. Oder den geringsten Wind einfängt. Skelan von den Büffeln, ein geschickter Handwerker mit seinem scharfen Verstand, fertigte die Riffflosse an. Das perfekte Ruder, das das Boot mit absoluter Leichtigkeit manövriert. Gott. So entstand der erste Sturmbrecher. Die großen Vier wurden seine erste Besatzung. Ihr Ziel lag jenseits der Nebel der Inselgruppe. Sie wollten zum Verbotenen und zum Begehrten Bimini. Okay. Der nächste Schritt in der Geschichte. Seht ihr? So. Hier gibt es auch noch Ananas. Aber wir sind hier eigentlich auf der falschen Insel. Wir können ja hier jederzeit wieder zurück. Taschen sind dann auch wieder fast voll. Und ich muss sehen, dass ich mir einen Rucksack baue. Wir haben ja jetzt schon mehr entdeckt, als eigentlich gedacht war, hier auf der Insel. Ich guck mal, ob ich den Weg wieder zurückfinde. Und ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen, ohne uns hier weh zu tun. Doch, ne? Ich dachte jetzt vor allem schon, die ist tot. Ich wollte schon freudestrahlend hier langrennen. Aber zum Glück habe ich es nicht getan. Mal hier noch. Einen großen Ast.
Noch einer. Überladen. Und wenn wir sie jetzt mitnehmen, haben wir sie dann. Ich hoffe nur, wir kommen in keinen Kampf rein. Irgendwo rennen ja die Theos noch rum. Wir müssen dahin. Wir sind hier. Also hier rum. Naja. Wollen wir zumindest nicht in Konflikt mit den Tierschens. Und die tun uns ja nichts. Hoffe ich. Hallo? Seid ihr friedliebend? Na, guckt mal, die rennen weg. Die wollen von uns gar nichts wissen. So ein Kaktus. Ah, nehmen wir ein paar mit. Wir sind so viele, dass man... Oh, unser Trinken sieht nicht sehr erfolgsversprechend aus. Aber wir haben ja noch was, oder? Ja. Erstmal gleich noch was. Da haben wir das weg. Die Frucht kann weg. Hilft alles wirtschaften. Und das Fleisch. Da gibt nur zwei Wasser. Ah, lohnt sich nicht. Cool. Na dann. Auf die Galoppi. Ab zu unserem Boot. Auf die Galoppi. Es ist ja nur ein Floß. Ha. Seht ihr? Ja, Taschen voll. Falsche Insel. Dann kann es ja nur eine der anderen beiden sein. Vermutlich dann genau die andere rote. Aber jetzt haben wir hier einen Anlegesteg. Wenn wir hierher zurück wollen, können wir ja jederzeit relativ schnell her. Ich muss mir natürlich irgendwie erstmal wieder Schatten suchen. Ah, wenn man Nacht braucht, ist keine da. Ich bin dafür, wir fahren nach Hause. Wir kommen ja schnell wieder her. Aber dort können wir uns in Schatten stellen, dort kann ich ein bisschen was machen. Und schwupps, sind wir wieder zu Hause. Yay. So, was haben wir denn also im Inventar rumliegen? Erstmal was trinken. Das soll helfen. Ja. Taschen leer machen. Jetzt wird's lustig. Haben wir noch was zu trinken hier drin? Nee. Alles weggedorrt. Alles vertrocknet. War das? Ach so, jetzt war nur das alte Messer. So, mal schauen, was haben wir denn alles mitgebracht? Viel zu viel. Und viel zu viel wenig Platz in den Kisten. Das brauchen wir jetzt nicht und das nicht. Ja, die schmeißen wir mal darüber. Gucken wir uns später an. Ja, und nun? Ja. Das rennt damit. Was weg ist, brummt nicht mehr. So, das Messerchen kann weg. Weil das ist nur noch in Ötzelchen. So. Eieiei, das wird eine Sortiererei. Federn weg, die brauchen wir auch noch nicht. Was sonst noch was weg kann jetzt? Ich denke nicht. So, Lehm mit auf dem Haufen. Können wir uns ja in der nächsten Runde mal anschauen, was wir denn damit veranstalten können. So. Krummes Steckchen hierher. Amber, erledigt. So. Und nun? Wir wollten ja die Chemiebank bauen, oder? Wie war das? Irgendwie habe ich das noch so im Gedanken. So, mal schauen, wo ist es denn? Maschinen? Chemiebank? Hallo? Nee, das ist da. Das Ding können wir einfach mal bauen. Das ist... Komm, die stellen wir hierher. Schön in der Sonne. Oder in Schatten, oder... Ich stelle das mir her. Abgerissen, umgestellt ist er dann schnell. So. Und ansonsten, was haben wir denn ansonsten noch? Ja, ach ja, klar, die Chemiebank.
Almsaftsammler wollten wir ja auch. Da fehlt noch eine Kokosnuss. Haben wir nicht zufälligerweise eine einstecken? Da brauchen wir das. Da irgendwo eine Kokosnuss gesehen. Nicht das blöde Blatt wieder. Ich muss die Blätter wegräumen. Die nerven. Ständig sack ich die mit ein. Ja, hier ist ein guter Platz dafür. Zack. Alles raus. Zum Glück despawnt hier nichts. Das ist schon mal der einzige große Vorteil oder einer der großen Vorteile. So, haben wir hier noch was für den Haufen? Jawohl. Ja. Cool. Na, das sieht langsam aus wie ein Gemischtwarenladen hier ohne Regale. So, Kokosnuss. Da. Was zu trinken? Na los, komm. Zip. Oh nein. Ich glaube, das war irgendwie ein bisschen doof. Das Essen trinken haben wir, aber jetzt haben wir nichts für den Kokosnuss. Sammelbehälter. Also nochmal den Spaß. Ja, wenn man so voller Freude auf Essen und Trinken ist. Geht da mal weg. Was hält mich hier fest? Hallo? Ja, Schatten ist. Okay. So, jetzt nochmal. Also, Kokosnuss, Sammelbehälter. Haben wir. Zack. Läuft. Ja. Und nun? Ja. Warte, den Sammler, Palmensaftsammler. Okay, da haben wir ihn. Platzieren. Oder? Wo kommt denn? Ah! Dann hängen wir ihn an den einzigen Baum, der noch verfügbar ist. Oder der einzige Dattelbaum, den wir noch haben. Und zack. Ah, nicht erschießen den Baum oder erstechen. Los, dran damit. Zip. Erledigt. Ein Überlebenspunkt erhalten. Super. Da können wir ja dann bald wieder Pünktchen vergeben. Aber erstmal haben wir noch andere Dinge am Wickel. Ist ja schon wieder spät. So, herstellen. Immer noch. Ja, wo ist es denn? Chemiebank. Ich vergesse das wieder. Ein Trockner wollen wir noch nicht. Ja, aber nee, ich will den Chemiebank. Kompostgrube. Nee. Warum? Hä? Bin ich denn nun ganz deppert? Normale Werkbank. Verbesserte. Aber irgendwo muss es doch sein. Da, haben gefunden. Ja, haben wir alles. Wir haben sogar ein Lehm mitgebracht. Ja, gleich schön daneben. Können wir dann vielleicht hier so ein paar einzelne Dinger drüber stellen, damit wir ein bisschen im Schatten stehen. So. Lehm. Lehm her. Zack. Ein oder zwei Lehm? Na? Einer, okay. Na dann, zick. Die nächste Axt hin. Und wieder ein Überlebenspunkt. Schnubbel die du. Gut. Da-da-da-dam, bam-bam. Schon ein bisschen die Schatten stellen, sonst kriegen wir ja einen Sonnenklatsch. Ja, damit würde ich sagen, für heute ist dann einfach mal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen, für euer Interesse, eure Meinung, Infos und Gedanken gerne in die Kommentare. Kanal abonnieren, Folge liken, morgen wieder einschalten. Wie immer die gleichen Bitten an euch. In diesem Sinne, Tschüssikowski. Und bye-bye.